Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Nerd von Medizin. Ich bin wieder hier, total Pandemie-Remote-mäßig mit Simon. Hallo, Simon. Hallo. Und es geht wieder um das Thema Krampfanfall. Wir haben beim letzten Video uns unterhalten, was macht man vor allem beim generalisierten Krampfanfall, welche Formen gibt es sonst noch, welche Medikamente gibt man in verschiedenen Abstufungen. Aber diesmal geht es um ein Thema, das fast noch häufiger ist oder eigentlich häufiger, nämlich was machen wir vor allem, wenn der Krampfanfall vorbei ist oder wie können wir überhaupt sagen, war das jetzt ein Krampfanfall oder was anderes? Simon, erstens, schön, dass du da bist und zweitens, starten wir gleich rein. Du kommst jetzt hin, die Alarmierung war Krampfanfall, da liegt jemand, der krampft offensichtlich nicht mehr. Was sind so deine Gedanken oder was sollte man jetzt am Anfang gleich mal machen? Zustand nach Krampfanfall. Also wir werden starten, eigentlich bei den meisten Patienten und Patientinnen starten und mal auf die Vitalfunktionen schauen, ABC-D-Schema und da mal schauen, ob etwas Gröberes nicht in Ordnung ist. Was wichtig ist, ist sicher im Zuge dessen, also jetzt beim D, dass man die Leute neurologisch ein bisschen genauer anschaut, einfach schaut, ob die zusätzlich von dem, was man sowieso erwarten würde nach einem epileptischen Anfall, also dass die ein bisschen eingedrückt sind. Kann durchaus sein, dass die zuerst einmal so porös sind oder so rennt, was sich ja mit der Zeit bessern sollte, dass die irgendein fokalneurologisches Defizit haben. Das ist einfach wichtig auszuschließen, dass die neu aufgetretene Hemiparese oder sowas, die, wie wir schon gesagt haben, im ersten Video, Schlaganfall ist ein potenzieller Grund, ein potenzieller Grundauslöser von einem epileptischen Anfall, dass man da einfach nichts übersieht. Also, dass man quasi im Zuge dieser Erstuntersuchung schon mal dran denkt, was könnten die Auslöser sein? Und gibt es da irgendwas, ist quasi der epileptische Anfall das Problem oder ist das epileptische Anfall nur, der epileptische Anfall nur ein Symptom vom eigentlich größeren Problem? Mhm. Aber wieder zurück, das heißt, wir schauen den ganz normal an, ABCD-Schema, schauen ihn neurologisch an, wir schauen ihn traumatologisch an oder zumindest erheben wir, ob der auch gestuft ist im Zuge des Anfalls, was zumindest oft passiert, je nachdem, in welcher Situation das Ganze auftritt. Was wir uns erwarten, wenn Vitalparametern eigentlich nach einem epileptischen Anfall ist eine milde Sinustachykardie, die uns aber keine Sorgen machen sollte. Das ist eine sehr anstrengende Geschichte für den Patienten und die Patientin und den Kreislauf. Und wenn da jetzt alles stabil ist, also quasi Ziel ist einmal zu schauen, ob da alles stabil ist, und wenn da alles stabil ist, schauen wir neurologisch an. Was mir noch immer einfällt, weil ich sehr einfach strukturiert bin, häufig vergesse, ist nämlich der Blutzucker. Der ist ja immer bei D dabei, also mit ABCDE meint man das ja mit, aber ich finde, man muss es einfach immer dazu sagen, wie du beim ersten Video gesagt hast, Hypoglykämie kann einen Krampfanfall auslösen oder krampfanfallähnliche Entäußerungen, deshalb unbedingt den Blutzucker machen, auch wenn die eben nicht mehr krampfen. Okay, und jetzt wird es, finde ich, interessant. Weil jetzt, finde ich, ist die Frage, war das überhaupt ein echter Krampfanfall? Und immer wenn ich so Krampfanfall höre als Verdachtsdiagnose, denke ich ja ehrlicherweise an so drei unterschiedliche Entitäten. Und das eine ist eben also der echte Krampfanfall, also epileptischer Anfall. Das andere ist aber die konvulsive Synkope. Und dann gibt es ja noch diese dissoziativen Krampfanfälle. Und was mich interessieren wird, wie unterscheidest du die? Und oder gibt es, was spricht für was? Also wann soll ich an was denken? Und das vielleicht auch in die Richtung später vor allem in der Klinik übergeben oder dann entsprechend, dass das weiter diagnostiziert wird. Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass das Bild für Laien oder selbst für uns von einer konvulsiven Synkope und von einem generalisierten Krampfanfall täuschend ähnlich ausschaut. Also in beiden Fällen verlieren Menschen das Bewusstsein, fallen um, zucken an alle Extremitäten. Also das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Und die meisten Synkopen haben Konvulsionen. Was hilft uns, sagen wir mal, was ist typisch für einen epileptischen Anfall, ist irgendwelche Auslöser, die wir vielleicht schon kennen oder die neu aufgetreten sind, Patienten normalerweise mit einer bekannten Epilepsie, mit einer strukturellen Erkrankung des Gehirns, alter Schlaganfall vom halben Jahr oder irgend sowas. Typischerweise dauert ein generalisierter epileptischer Anfall 1-2 Minuten. Das werden die Angehörigen in der Regel euch nicht genau sagen können, das ist ganz klar. Aber
Ganz typisch sind Patienten nach einem generalisierten epileptischen Anfall in der postiktalen Phase, wenn man sie auffindet. Das heißt, die sind nicht wach orientiert, können sich alles erinnern und so weiter, sondern die sind meistens somnolent oder irgendwas da dazwischen, stellen ständig die gleichen Fragen, haben eine retrograde Amnesie und so weiter. Häufig haben sie einen Zungenbiss, wobei ein Zungenbiss auch bei einer konvulsiven Synkope auftreten kann. Genauso Stuhl- und Harnabgang ist häufig beim epileptischen Anfall, kann aber auch bei der konvulsiven Synkope auftreten. Das heißt, das ist keine sichere Differenzierung. Also für eine konvulsive Synkope sprechen wir drei Punkte, an denen man es differenzieren kann. Und das erste und eigentlich wichtigste ist, ein Patient oder eine Patientin mit einer konvulsiven Synkope reorientiert nahezu unmittelbar. Das heißt, die sollten zum Zeitpunkt, wo wir die jetzt 10 Minuten später oder auch gleich einmal, die sollten gleich wieder kommunizieren können, die sollten gleich wieder Fragen beantworten können und so weiter. Die mögen vielleicht ein kurzes Intervall haben, an das sie sich nicht erinnern kann, also das Intervall der Bewusstlosigkeit, aber die sollten gleich wieder ihren normalen neurologischen Status wieder erlangt haben. Der zweite Punkt ist, und da gibt es eine sehr spannende Untersuchung, wo man quasi konvulsive Synkopen und epileptische Anfälle unterschieden hat. Da gibt es die sogenannte 10-20-Rule, also 10-20-Regel. Man kann die Angehörigen fragen, wann es weniger als 10 Zuckungen oder mehr als 20? Die genaue Anzahl wird niemand sagen können. Sehr wenige Zuckungen sprechen für Synkope, viel mehr Zuckungen, mehr als 20 sprechen eher für den epileptischen Anfall. Also das ist der zweite Punkt, mit dem man vielleicht differenzieren kann. Und der dritte Punkt sind natürlich die sehr unterschiedlichen Trigger von epileptischen Anfall und Synkope. Also typisches Setting, ich sage jetzt nur, ein Patient, das ist schon ein bisschen her, 18-jähriger Patient, kommt von der Dermatologie in unsere Notaufnahme nach epileptischen Anfall. Sagen die, er kommt, wach, kann sich an alles erinnern. Die Story war, der hat bei der Allergietestung die IV-Leitung bekommen und ist unmittelbar danach hätte gekrampft. Das heißt, wir haben einen klassischen Auslöser einer Synkope. Das klassische Bild einer Synkope, wenn das wieder wach und redet wieder mit uns, das war natürlich kein epileptischer Anfall. Aber für die Kollegen hat es genau gleich ausgeschaut. Und das ist die Schwierigkeit. Und das, was man einfach sagen muss, ein epileptischer Anfall oder konvulsive Synkope sind beide ernstzunehmende Erkrankungen. Beide in manchen Settings mehr oder weniger. Und haben ganz andere Pfade der Abklärung, ganz andere Erkrankungen, die dahinter stehen können. Das heißt, beide sind gleich wichtig. Und die Differenzierung ist wahnsinnig wichtig, weil es einfach unterscheidet, also der Weg der Patienten und Patientinnen ein ganz anderer ist. Ich finde auch, also ich finde so in der klinischen Praxis, in der Notaufnahme kommen ja häufig bei uns Leute mit Verdacht auf Krampfanfall, eben so mit ähnlichen Geschichten, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Und ich finde so, die Hauptfrage ist wirklich die Reorientierung. Und ich finde, es können gerade so die Rettungsdienste, die sitzen ja dann, wenn die Patienten bringen, irgendwie 15 Minuten daneben. Und die kennen diese postdiktale Phase ja perfekt. Ne? Die wissen genau, wie das ist. Ne? Am Anfang fragt man immer das Gleiche. Und dann werden sie so ein bisschen wacher. Und wenn man in der Notaufnahme ist, dann sind die schon deutlich wacher, als sie es vor 10, 15 Minuten waren. Und wenn jemand komplett wach und orientiert ist, ist das schon ein Riesenunterschied. Und ich finde, das ist so meine erste Frage, wenn ich mir denke, ach, das passt ja irgendwie nicht ganz zu einer Epilepsie. Also das finde ich einen guten Punkt. Simon, ein schwieriges Thema, ehrlicherweise, und wir müssen da jetzt auch nicht ins Detail gehen, sind sogenannte dissoziative Krampfanfälle. Man hat es ja auch mal irgendwie psychogene Krampfanfälle genannt, wobei man jetzt nicht das interpretieren sollte, als jemand spielt das vor, weil das ist ja nicht so. Aber wie unterscheidest du jetzt einen dissoziativen Krampfanfall oder wann hast du einen Verdacht, dass es sowas sein könnte? Schwieriges Thema. Was hilft? Nein, also das sind jetzt alles keine absoluten Regeln, muss man dazu sagen. Die Augen beim konvulsiven Anfall sind in der Regel geöffnet, beim dissoziativen Anfall oft aktiv zusammengekniffen. Also das kennt man, wo sie versucht, in die Pupillen zu leuchten und man merkt, die drücken eigentlich aktiv zu. Häufig beim dissoziativen Anfall sind die Zuckungen nicht so synchron. Beim epileptischen Anfall sind die meistens wirklich rhythmisch und rhythmisch aller Extremitäten ähnlich. Beim dissoziativen Anfall sind sie oft chaotischer, die schlagen einfach irgendwie wild um sich zum Beispiel. Sie werden wieder normal, starten wieder, reagieren auf Außenreize ganz gut, also reagieren auf einen Schmerzreiz damit, dass es mehr wird, der Anfall, was beim Epileptischen nicht sein sollte und so weiter.
Aber man muss sagen, zu all dem, was ihr da sagt, gibt es Ausnahmen. Also das ist ein bisschen sicher schwierig zu differenzieren. Natürlich Handschuhlabgang wird er dissoziative Anfall nicht haben. Sinustachykard kann er auch sein. Laktat in der BGA hat er generalisierter Krampfanfall häufig, wird er dissoziative Anfall eher nicht haben. Aber es sind alles keine absoluten Kriterien. Also ich glaube, da muss man viele Sachen anschauen. Im Zweifelsfall wird man ihn gerne epileptischen behandeln im ersten Moment. Es ist klar, es wird immer Fälle geben, wo es ganz eindeutig das eine oder das andere ist, und es wird immer Zwischenfälle geben, wo man sich echt nicht sicher ist. Da würde, wenn man es hat, in einer Notaufnahme natürlich das EEG maßgeblich helfen. Also wenn man da EEG machen kann, dann kann man es einfach relativ klar sagen, ob das, was abläuft, epileptogen ist oder nicht. Okay. Ich glaube, dann sind wir mit den verschiedenen Differentialdiagnosen auch schon ganz durch. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, und wir haben das auch schon vorher kurz mal besprochen, off-air quasi, nämlich der hypoxische Krampfanfall. Das ist ja eigentlich im weitesten Sinn sowas wie eine konvulsive Synkope, also der Kreislauf bricht zusammen, nur im Unterschied zur Synkope werden die Leute nachher nicht wach, sondern haben einen Kreislaufstillstand. Und wenn man mal daneben gestanden ist, wie jemand gerade in dem Moment einen Kreislaufstillstand kriegt, zum Beispiel, weil der mit einer VT abflimmert beim STEMI oder in irgendeiner anderen Form gerade im Moment wirklich einen Stillstand hat, dann haben die häufig so krampfartige Entäußerungen, so Zuckungen am Mund und an Extremitäten. Nicht so dramatisch wie im Generalisierten, aber doch. Und ich finde, da muss man immer höllisch aufpassen, dass man jetzt sagt, ja, Krampfanfall drehen halt auf die Seite. Und ich kann mich selber an einige Alarmierungen und Fälle erinnern, wo es geheißen hat, Krampfanfall beim Marathon, und dann war es halt doch eine Reanimation. Oder als jemand in die Notaufnahme zu uns reingelaufen ist, im Nachtdienst noch irgendwie ein bisschen was gebrummelt hat, nicht richtig geredet, gesprochen hat, umgefallen ist und so ein bisschen gezuckt hat, aber der hat halt einen Stillstand gehabt im Rahmen von einem Kammerflimmern. Also einfach dran denken, wenn das nicht so ganz klassisch ausschaut wie ein Krampfanfall und der Patient vielleicht kein, also bald hört es dann ja auch auf, aber nicht glauben, dass man den dann nicht überwachen sollte und schauen sollte, ob der jetzt vielleicht doch einfach einen Kreislaufstillstand hat. Weil dann sind natürlich nochmal ganz andere Maßnahmen notwendig. Ganz, also ich glaube, ganz wichtig, habe ich auch schon mal gesehen, und ist eigentlich typisch für den Herzstillstand, dass der kurz konvulsiv, also konvulsive Zuckungen hat. Simon, was machen wir, also ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter und überlegen uns, was oder was man machen muss, wenn dieser Mensch jetzt da ist und wir jetzt weitere Untersuchungen machen sollten. Also da geht es jetzt Richtung Labor, da geht es jetzt, brauchen die ein CCT, brauchen die ein EEG und so weiter und so fort. Wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheiden wir quasi den bekannten Epileptiker oder die bekannte Epileptikerin mit einem Krampfanfall, der halt wieder aufgetreten ist, und den erstmaligen Anfall, oder wie würdest du das klassifizieren, so in deinem Ablauf, in der Notaufnahme jetzt vor allem? Also ich würde sagen, es klingt blöd, in erster Linie sucht man ja nach den Ursachen. Und bei der bekannten Epilepsie oder beim offensichtlichen Alkoholentzugskrampf, da müssen wir nicht suchen mehr, da wissen wir schon durch die Anamnese. Dort, wo wir suchen müssen, also wo wir nach anderen Prozessen suchen, die vielleicht neu aufgetreten sind, wird man viel genauer schauen als bei denen, wo man es schon glaubt zu wissen. Dort, wo man es glaubt zu wissen, muss man auch ein bisschen aufpassen natürlich, weil, wie man wissen, ist nicht immer das, wonach es im ersten Moment scheint. Aber da wird man sicher viel weniger genau schauen. Das wird man immer machen. Man wird im Setting einer Notaufnahme eigentlich immer Labor machen mit den Basisparametern, Entzündung, Elektrolyte, CK ist interessant, Blutzucker haben wir eh schon besprochen, der soll schon längst gemacht sein. Irgendwas anderes grob auffällig, Niere und so weiter. Wenn das gut hinhaut, ist arterielle PGA nicht ganz schlecht, wo wir auch so ein bisschen das CO2 und die Oxygenierung dabei haben. Gerade wenn die sehr postdiktal sind und nicht so schnell aufwachen, so als dran denken, viel Benzos, mehrfach gekrampft, liegt im Überwachungsbett und wird nicht wach, dran denken, kann sein, haben wir ein paar Mal gesehen, die CO2-Narkosen nach epileptischen Anfällen. Mhm. Bildgebung vom Hirn, vereinfacht gesagt, wenn der Sturz es bedingt, also natürlich auch bei einer bekannten Epilepsie, wenn die gestürzt sind auf dem Kopf, dann sowieso, weil die stürzen ungebremst, also das ist nicht so selten, dass die traumatische Verletzungen haben.
Und bei allen, wo ich gerade wo ich noch schaue, also wo ich noch keine sichere Etiologie weiß. Das heißt, der erstmalige Anfall ohne Grund kriegt der CD auf jeden Fall. Der mit bekannter Epilepsie, bekannter Ursache braucht kein CD. Das ist wichtig, weil sonst gibt es ja Menschen, die man da 100-mal im Jahr ins CD schieben müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, jede Notaufnahme hat so ein bisschen ihre Stammgäste. Darauf kann man auf jeden Fall verzichten, aber erstmaliger Anfall von der Abklärung relevant oder Sturz auf den Kopf, dann auf jeden Fall CD. Mhm. EEG braucht man prima in der Notaufnahme eigentlich nicht, braucht man nur dann, wenn wir glauben, das könnte jetzt nur zum non-korrosiven Krampfanfall, zum non-korrosiven Status Epilepticus übergangen sein. Zum Beispiel, der wacht nicht auf, der zuckt noch ein bisschen weiter, so ganz subtil und wir sind uns nicht sicher, dann hilft der EEG super. Wenn der wachend orientiert nach dem Anfall ist, das ist vielleicht der erste Mal in der Geschichte, braucht er schon irgendwann einmal eine EEG. Da geht es auch um die Frage, Diagnose, Einleitung von einer Prophylaxe, einer antikonvulsiven Therapie und so weiter. Aber jetzt unmittelbar in der Notaufnahme wird es meistens nicht notwendig sein, wobei dann natürlich manche Institutionen andere Standards haben und das einfach total davon abhängt, ob das verfügbar ist, ob das 24 Stunden verfügbar ist und so weiter. Mhm. Okay, das heißt für mich eine sehr gute und klare Aussage, nämlich wenn wir wissen, was der Auslöser dieses Krampfanfalls ist, dann müssen wir jetzt nicht 1000 Sachen durchchecken, vor allem nicht bei der bekannten Epilepsie und dem wieder stabilen Menschen, den, wie du sagst, quasi 100-mal im Jahr das CT schieben, weil das ja wahrscheinlich strahlenbelastungsmäßig für den Kopf jetzt irgendwann mal auch nicht ganz so gesund ist, abseits von dem Aufwand für den Patienten. Labordiagnostik, wie du gesagt hast, Standardsachen, die BGA und schöner Hinweis fand ich das mit dem CO2 und das hätte ich jetzt zumindest nicht so schnell bedacht. Wenn man jetzt nur eine venöse BGA hat, wird man ja trotzdem auch ein hohes CO2 sehen und soll zumindest dran denken, gerade wenn die eben nicht mehr wach werden. Jetzt noch eine Spezialfrage, die immer wieder so kommt. Wie ist es mit Antiepileptika-Spiegeln? Also wann würdest du irgendwie versuchen, einen Spiegel zu bestimmen? Das hängt natürlich immer von den Laborkapazitäten ab, wie schnell man den auch wirklich kriegt. Aber wann würdest du jetzt einen Antiepileptika-Spiegel abnehmen bei jemandem? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also natürlich in einem Setting, wo ich wissen möchte, ob das wirklich nimmt. Mhm. Das ist mal eine Frage. Der Spiegel wird meistens dann mir helfen bei einer Entscheidung, wenn es darum geht, inwieweit ich die antikonvulsive Therapie anpasse. Das wird nicht immer die Person sein, die in der Notaufnahme sitzt, sondern vielleicht der Neurologe, Neurologin, Epileptologin im Hintergrund sekundär. Also das hängt immer davon ab, wie viel quasi machen wir jetzt quasi das Vollservice in der Notaufnahme. Oder ist das vielleicht eine Notaufnahme ohne Neurologie, die diese Möglichkeiten gar nicht hat? Aber Spiegel wird man sicher nicht immer brauchen, wird in manchen Situationen sinnvoll sein, eben wo es darum geht, nimmt er das überhaupt oder gibt es, weiß ich nicht, akutes Nierenversagen, wie auch immer. Aber standardmäßig immer wird man es nicht brauchen, in der Regel. Und dann fällt mir doch noch eine Frage ein. Weil du gerade gesagt hast, Krankenhaus ohne Neurologie. Wenn ich jetzt jemanden habe nach einem Krampfanfall, also als Rettungsdienst oder Notarzt, da ist schon eine Epilepsie bekannt und dem geht es relativ gut. Muss der dann unbedingt jetzt eine Dreiviertelstunde in die nächste Uniklinik Neurologie? Kann der ins nächstgelegene Krankenhaus? Hast du da, ich glaube, es gibt keine offiziellen Vorgaben, aber was würdest du dir wünschen? Willst du die alle bei dir in der Uniklinik sehen oder wie? Also ich meine, zuerst muss man sagen, muss er nicht unbedingt wieder ins Krankenhaus. Okay. Also wenn er quasi bei bekannter Epilepsie seinen epileptischen Anfall hat, wieder reorientiert ist, und der zu Hause in irgendeiner Form von Angehörigen versorgt wird, werden die ja ganz oft nicht einmal in den Rettungsdienst rufen, aber wenn es irgendwie vielleicht das trotzdem passiert ist, also muss man bei bekannter Epilepsie und einem stabilen Gesamtzustand und jetzt keinem anderen Grund, der jetzt eine Untersuchung bedingt, wie sagen wir, im Sturz im Zuge des Anfalls oder so weiter, dann kann der ja durchaus auch mal daheim bleiben. Ich würde sagen, die nächste Stufe ist,
er kann nicht daheim bleiben, weil er ist gestürzt oder es ist ein bisschen unklar oder er ist schon noch schlecht, ist sehr eingetrübt, es ist sonst niemand zu Hause, so weiter, so fort, dann wird man wahrscheinlich dann immer eine Neurologie brauchen, wenn die Ursache bekannt ist, muss man sagen. Also wenn der jetzt bekannte Epileptiker ist oder wie man schon sagen, andere bekannte Ursachen, das wird regional total unterschiedlich sein. Ob es da quasi kleinere Häuser gibt, die das einfach mit abdecken oder ob quasi alle epileptischen Anfälle an eine Neurologie kommen. Also da möchte ich jetzt überhaupt keine allgemeine Empfehlung aussprechen. Ich würde sagen, genauso wie man sagt, also die Graduierung ist, wie viel Abklärung brauche ich? Das kann man natürlich, ist jetzt nicht ganz einfach, kann man nicht immer Präklinisch treffen, aber manchmal schon. Und wie schon gesagt, die Frage ist, muss der überhaupt in ein Krankenhaus und braucht eine neurologische Abklärung? Natürlich, jeder neu aufgetretene Anfall, jeder mehrmalige Anfall, alles, was so in Richtung Status geht, all das natürlich in zumindest ein Neuro, wenn nicht ein Zentrum. Aber das ist, glaube ich, klar. Was jetzt noch in der Abklärung noch vielleicht noch dazu sagen will, je nachdem, wenn man dann an spezifische Sachen denkt, muss man natürlich noch weiter schauen. MR vom Hirn, Lumbalpunktion bei Verdacht auf Meningitis, Enzephalitis, Tox-Screenings über Harn oder Spiegel oder so weiter bei Verdacht auf Intoxikationen, Drogen, Alkohol und so weiter. Also je nachdem, in welche Richtung man blickt, kann man natürlich dann auch viel tiefer gehen, dann auch in der Neuaufnahme. Okay, das haben wir euch auch alles in wunderschönen Shownotes auf der Webseite zusammengefasst. Da ist es auch nochmal irgendwie ganz schön strukturiert. Lieber Simon, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese coolen Infos und man merkt einfach, wenn jemand das regelmäßig behandelt, dass man einfach ganz anders mit so einem Thema umgeht. Und ehrlich, auch wenn ich wusste, worüber wir sprechen, habe ich schon wieder echt viele Punkte für mich selber mitgenommen. Echt Dankeschön. Und wie immer gilt, wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen habt oder andere Erfahrungen oder das total super findet oder was auch immer uns dazu sagen wollt, schreibt uns und wir leiten das an den Simon weiter, der sich freuen wird und das alles ausführlichst beantworten wird. Schickt uns einfach eure Kommentare und verteilt das Video und ich sage danke, Simon, und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerdfamilien. Ciao! Gerne, ciao!